Schon die Azteken kannten sie. Und auch noch heute lieben sie viele Menschen in Südamerika oder Asien. Die Früchte können bis zu 25 cm groß werden. Man könnte es als erstes als Gurke bezeichnen. Das ist die Kajote. Kürbisgewächs. Und in Vietnam ist diese Frucht als Susu bekannt. Deswegen bezeichne ich sie auch nach wie vor jetzt immer noch als Susu. Ist mir lieber als Kajote. Und Susu klingt irgendwo etwas deutlich herzlicher. Manchmal einzeln wachsend, manchmal auch so in einer kleinen Gruppe. Aber geschmacklich ist es mehr so zwischen Birne, Gurke, Kohlrabi. Also man schmeckt verschiedene Geschmacksrichtungen heraus bei dieser Frucht. Die kann man wirklich einfach so roh mit Schale essen, also ist gar kein Problem. Wie ein Kohlrabi fast, also für mich. Die Frucht hat in dem Moment jetzt keine Endreife, sondern man kann sie auch in dieser Größenordnung schon ernten. Man kann sie auch in einer kleineren Größenordnung, also auch selbst wie hier oben diese ist, selbst die könnte man jetzt nehmen und könnte die ernten. Also geschmacklich nimmt sich das fast nicht viel. Im Nachbarort Marienberg wohnen die Gartenfreunde Töpfer. Loi Töpfer stammt aus Vietnam und sie begann als Erste mit dem Susu-Anbau im Erzgebirge. Ich wäre nie auf die Idee gekommen vorher. Also sie ist an sich der Urheber der ganzen Sache. Ja, vorher ich einmal in ASEAN gekauft. Deutsche Leute immer gedacht, dass ich Käse schmeckt nicht. Aber noch vorher noch nicht probieren. Und weil das ja so schön wuchs, auch bei ihr, habe ich gesagt, ob ich mal eine bekommen kann, mal zum Austesten. Und wenn es bei ihr im Erzgebirge funktioniert, dann dachte ich, dann muss ich das auch hinkriegen. Auf keinen Fall wollte Loi Töpfer auf das Gemüse ihrer Kindheit verzichten. Aber größer lässt du sie nicht, ja? Doch, vorher 1 Kilo 500 Gramm, einmal. Also richtig, also ist egal, lässt es richtig groß wachsen. Ja, ja, die bleiben also immer größer wachsen. Die wird aber auch nicht hart? Nee. Nein. Also kannst du, bleibt immer fein, ja. Okay. Ja. Das ist übrigens von deinem Opa. Es gibt zahlreiche Varianten, Susu zuzubereiten. Kurz in leichtem Salzwasser kochen oder als Rohkost raspeln und einige Zeit in Öl und Gewürzen einlegen. Auch Grillen und Braten ist möglich. Ich sage mal so, es ist für mich jetzt wirklich eine Sache, wo ich einfach sage, was jetzt in den Subtropen oder Tropen funktioniert. Und das klappt bei mir im Erzgebirge auch. Es ist ja perfekt. Also deswegen, wie gesagt, das ist eine super Frucht. Ich bin immer wieder erfreut. Im eigenen Garten lernt Oliver Richter immer mehr über die erstaunliche Kletterpflanze. Zum Beispiel, dass sogar ihre Triebe lecker sind. Ohne Probleme lassen sich die Früchte im kühlen Keller gut lagern. Richtig. So lagere ich sie bei mir im kühlen, dunklen Keller ein. Bei so ca. 7 bis 8 Grad ist das ideal. Und dann, im nächsten Februar, zieht er wieder 4 Früchte für seine Pflanzung vor. Und da suche ich mir immer die größten Früchte raus, die ich eingelagert habe. Und du kannst ja hier schon ein kleines bisschen erkennen, aus dieser stumpfen Seite der Frucht kommt dann ein kleiner Trieb raus. Ja, ich nehme hier ganz normale Gartenerde, die ich hier selber bei mir immer anmixe und setze sie so ungefähr bis zur Hälfte rein, sodass an sich dieser Fruchttrieb nach oben kommt und das, was die Wurzeln wären, dann nach unten. Das ist ganz wichtig, also nicht verdrehen, weil dann kommt die durcheinander, die Pflanze, sondern so hier rein. Die Susu ist frostempfindlich und deshalb pflanzt er die Jungpflanzen im Erzgebirge erst nach den Eisheiligen aus.